Hallo meine lieben Freunde. Nachdem ich mich in letzter Zeit so ein bisschen über das eine oder das andere aufgeregt habe, dachte ich mir, ihr würdet euch vielleicht mal wieder ein paar musikalische Tipps freuen, oder? Und da ja immer wieder der Wunsch geäußert wurde, ich soll mal was zum deutschen Metal machen oder zu deutschen Metal-Bands oder so, dachte ich mir, dann stelle ich euch doch jetzt einfach mal 15 deutsche Metal-Bands vor, die ihr kennen solltet. Und ich habe wirklich ernsthaft versucht, diesen Black Metal so ein bisschen zu begrenzen und da wirklich eine ausgewogene Mischung da jetzt euch hier anzubieten, damit quasi für jeden so ein bisschen was dabei ist. Und die Bands, die ich euch jetzt vorstelle, zeichnet im Großen und Groben und Ganzen aus, dass sie irgendwie was Besonderes sind, finde ich. Also nicht so dieses 0815-Gewäsch, was man ja sowieso schon hat, sondern einfach irgendwas, was vielleicht an der einen oder anderen Stelle euer Leben bereichern könnte. Das wird jetzt hier kein Who is Who der Szene, sondern so wirklich so ein paar kleinere, mehr oder weniger unbekannte Formationen, die ihr unbedingt mal kennenlernen solltet, wenn ihr sie noch nicht kennen solltet. In der 5. Klasse lernt man in Deutsch, dass man Wortwiederholung sein lassen sollte. Das war nicht so gut, Herr Franz. Das war nicht so gut. Und ich weiß ja, es ist immer ein bisschen ungünstig, dass die Musik nicht im Video vorkommt. Das ist rechtlich gesehen halt schwierig. Deswegen machen wir es in Zukunft einfach so. Ich hau euch das alles in eine Spotify-Playlist, wenn ich mal wieder Bands oder Alben vorstelle. Und da könnt ihr das dann einfach nebenbei mithören oder so. Den Link dazu findet ihr dort unten. Und wenn du diese Playlist abonnierst, hast du sozusagen immer das in den Ohren, was ich mir gerade so auf die Trommelfelle drücke. Ja, ich würde sagen, wir fangen an mit dieser bunterbösen Mischung. Los geht's mit einer Thrash-Metal-Gruppe aus Berlin, Space Chaser, die letztes Jahr das Album Black Sun Rising rausgebracht haben. Okay, Thrash-Metal ist jetzt nicht das Neueste und wenn man sich das anhört, dann denkt man sich auch, Mensch, die sind ja aus den 80ern entsprungen, aus der guten alten Zeit. Und wenn man sich Frontmann Siegfried Rudzinski anguckt, dann fühlt man sich darin bestätigt. Was mir an denen aber so besonders gut gefällt, ist auf der einen Seite natürlich die Musik, aber auf der anderen Seite auch dieser Witz, den sie an den Tag legen. Wenn's Maiden niemals gegeben hätte, die Typen hätten das erledigt, auch wenn es sie erst seit 2011 gibt, ja, und es klingt trotzdem irgendwie schon so stimmig und so klassisch, aber auf der anderen Seite stimmig, das ist schön. Und da es ja leider bei Wer wird Millionär nicht geklappt hat, werden sie uns noch eine Weile erhalten bleiben, denke ich mal. Die nächste Band ist Far Beyond, beziehungsweise der nächste Künstler, denn es ist ein Ein-Mann-Projekt. Das ist mehr oder minder Dark Symphonic Metal und über dieses letzte Album, A Frozen Flame of Ice, habe ich ja schon mal gesprochen und es hat mich komplett unerwartet getroffen. Und man muss ganz ehrlich gestehen, das, was Eugen hier ganz alleine auf die Beine gestellt hat, das ist einfach grandios. Er hat mal in einem Interview gesagt, dass er das alles ganz alleine auf die Beine stellt, da er einfach beim Songwriting keine Kompromisse eingehen will und das finde ich gut. Als nächstes kommen wir zu Downfall of Gaia aus Hamburg und den Staaten. Ist so eine Mischung. Was da genau eigentlich passiert, das kann man nur so abschätzen. Über Crust und Sludge und Atmospheric Black Metal und Doom ist eigentlich eine ganze Reihe an Stilmitteln verwendet worden und zusammengemixt und quasi je nachdem, wie die Gefühlslage gerade ist, wird das in den Song reingehauen und das muss man als Zuhörer dann akzeptieren und verstehen. Und naja, vielleicht nicht verstehen. Verstehen ist in dem Sinne vielleicht gar nicht gewünscht, denn die Themen sind teilweise sehr komplex und wenn man zum Beispiel psychische Störung, Angststörung und die Effekte davon verstehen will, dann müsste man sie ja selber haben. Man kann sie maximal hören, maximal nachempfinden und das wird versucht mit dieser Musik zu schaffen und ich finde, das gelingt. Über Suffocating in the Swarm of Cranes bin ich auf diese Band aufmerksam geworden und ihr komplexer Stil, der begeistert mich. Immerfort. Nummer 4 sind Gorilla Monsoon aus Dresden. Die machen Stoner Rock, Stoner Metal und sind zumindest in unserer Region relativ bekannt, haben es aber nie so richtig geschafft, loszustarten, obwohl sie 2005 beim Wacken Metal Battle gewonnen haben. Das könnte vielleicht aber auch daran liegen, dass sie das gar nicht wollten. Ich weiß es nicht. Die Musik könnte man mit folgenden Worten beschreiben. Also ich glaube, ich kann da einfach Felix zitieren, der sagt, das ist Musik mit Eiern. Ja, und tatsächlich sollte man sich diese Eier mal live um die Ohren klatschen lassen. Also als Zuschauer wirst du von diesem tiefen Rock'n'Roll einfach komplett niedergewalzt. Eine ganz tolle Liveband. Und weil wir gerade bei richtig männlicher Musik sind, kommt gleich nochmal sowas, nämlich Kyler. Also wie der Kyler, das Schwein, nur mit Y. Ich habe so das Gefühl, dass da vielleicht der Hintergrundgedanke dieses Wortspiel war, oder? Weiß ich nicht. Diese Band bezeichnet sich als Black Forest Rednecks, also Schwarzwald-Hinterwäldler. Und das ist geografisch sehr passend, dass sie Southern Metal spielen. Wieso empfehle ich euch diese Band denn jetzt eigentlich? Ja? Weil sie ihre Sache gut machen.
Reicht doch, oder? Und für mehr sinnlose Gewalt ist hier Band Nummer 6 am Start, nämlich Zytotoxin. Und die beschreiben ihren eigenen Musikstil als Chernobyl Death Metal. Manch einer würde es auch als Brutal Death Metal bezeichnen. Und ich gebe zu, das ist normalerweise ja eigentlich nicht der Musikstil, den ich präferieren würde. Aber ich habe die, ich glaube, das war 2014, auf dem Rock im Betonwerk gesehen. Und da haben sie Gasmasken verteilt an das Publikum. Ich glaube, das habe ich auch schon ein paar Mal erwähnt. Einfach, das hat sich bei mir festgebrannt. Und dann habe ich mir das zu Hause angehört und musste feststellen, also das. Das geht, das ist gut. Ja, man muss eben manchmal über den Tellerrand hinausblicken. Wie das Festival damals kommt auch die Band aus Chemnitz. Tja, und wenn ich in Karl-Marx-Stadt wohnen müsste, dann würde ich auch wütende Musik machen. Eines schönen Tages war ich beim lieben Sascha in Leipzig, hab ein Gläschen Absinth getrunken und dann kam er an mit einer wunderhübsch gestalteten Kassette. Darauf stand Endlers und meinte, das soll ich mir mal anhören. Die sind aus Leipzig. Und das Album A Gaze into the Abyss verspricht, was der Name irgendwie schon vermuten lässt, dass man einfach sich fallen lassen kann in eine Tiefe und der Abgrund in dich starrt. Nietzsche. War auf jeden Fall eine schöne Atmospheric Black Metal Erfahrung und ich bin gespannt, was da jetzt in Zukunft kommen wird und wie sich diese Band weiterentwickeln wird. Wo leider nichts mehr kommen wird, weil sie sich dieses Jahr ungünstigerweise aufgelöst haben, ist bei Everon. Die Melodeath-Band aus Zwickau hat einen schönen 90er-Jahres-Charme drauf gehabt und haben auch immer so mit ihren Genregrenzen gespielt. Ja, ihr merkt hier, das ist so ein bisschen die Sachsen-Metal-Front. Da habt ihr alles dabei. Brutal, Tech-Death, Melodeath, Black-Metal, ist alles dabei in Sachsen. Ja, kommt nach Sachsen. Am Ende haben sie technisch stagniert und einen richtigen Auflösungsgrund haben sie nicht genannt. Vielleicht liegt das daran, dass es einfach irgendwann nicht mehr weiterging, dass da keine Lust mehr auf dieses Projekt war. Ich meine, seit 2002 waren sie aktiv irgendwann. Wenn man einfach nicht aus dem Underground rauskommt, ist es halt irgendwann Kacke. Mit ihrer EP The Ancient Realm von 2006 haben sie mich erwischt, um mal hier so Hashtag Dorfkind-Momente ins Spiel zu bringen. Ich hatte bis 2011 kein DSL, also alles so um die 35 Kilobit Leitung, so ungefähr, so mit diesem wunderschönen Einwählsignal. Dementsprechend habe ich immer im Büro meines Vaters versucht, so ein bisschen YouTube-Videos zu gucken. Und da habe ich mich stark an den Bildern orientiert, so wo Musik drin sein könnte, die mir gefällt, weil man muss das ja dann auch noch laden und dauert ja ewig. Und da bin ich über die Ancient Realm gestolpert, weil mir das Cover irgendwie gefallen hat mit so einem Reiter auf einem Hügel und im Hintergrund brennt da eine Stadt. Ja, und in dem Alter hat mich das natürlich angefixt als großer Freund von Fantasy-Literatur und historischen Romanen und so. Ja, und da bin ich eigentlich mit einem relativ untypischen Werk für die Band auf die gestolpert. Über die gestolpert. Auf die gestoßen. So, gestolpert und gestoßen. Gerade ganz frisch draußen mit einer neuen Platte namens King Delusion sind Nailed to Obscurity. Es gibt ja manchmal so komplett sinnlose Gründe, warum man sich Bands nicht anhört. Bei Nailed to Obscurity war das einfach so, kenne die Band Obscurity. Also dieser Wortwitz war wie folgt: Du hast halt auf der einen Seite die Band Obscurity als Bild und auf der anderen Seite dann ein Bild von Jesus am Kreuz und anstatt an das Kreuz ist Jesus sozusagen an Obscurity genagelt. Ja, aber solche blöden Sachen verhindern manchmal, dass man sich eine Band anhört. Und dann habe ich das mal getan. Und dann war ich positiv überrascht von den Ostfriesen. Ihr wisst ja, stumpfsinnige und brachiale Gewalt ist gar nicht so mein Fahrwasser und deswegen mag ich so ein paar Sachen, die auch ein bisschen, ja, mit denen man träumen kann. Ich sage jetzt mal träumen ganz ohne Romantik im Endeffekt, also oder doch, ja, Metal ist ja Romantik, wie gesagt, ja, doch, ja, Romantik. Nailed to Obscurity machen romantischen Death Metal. Ist natürlich Blödsinn, das ist düsterer, dummiger Death Metal, ja, ein bisschen ruhiger und nicht ganz so brachial im Endeffekt. Natürlich findet ihr auch Nailed to Obscurity in dieser Spotify-Playlist da unten. Was ihr aber nicht in der Playlist finden werdet, sind Black Spring Monolith aus Eichstätt in Bayern, die seit 2008 irgendwie 39 Sachen rausgebracht haben, darunter 9 Alben. Zumindest, wenn man dem Encyclopaedia Metallum folgt. Das finde ich absurd. Das letzte Album, Lightforger, ist komplett instrumental und im Endeffekt ist das Musik, auf die man sich einlassen muss. Also wenn du mal einen Nachmittag frei hast, einen Nachmittag Zeit hast, dich auch in die Musik reindenken zu können, dich hinzulegen und das mal zu genießen, dann ist das Musik für dich. Und bitte, geh
gebt denen mal irgendwie Likes auf Facebook, weil da, die haben irgendwie 138 Likes. Was passiert da für die ganze Arbeit? Ich habe auch nicht so wirklich Informationen gefunden, das ist alles sehr mysteriös. Und auch die nächste Band ist vor allen Dingen durch ihre Instrumentalstücke bekannt geworden, nämlich Long Distance Calling. Die Münsteraner, die Alternative Metal und Rock machen, die werdet ihr vielleicht sogar kennen. Schließlich sind sie schon das ein oder andere Mal in der Top 100 gelandet. Mittlerweile setzen sie auch häufiger Gesang ein. Dadurch sind die Songs straighter geworden, vielleicht ein bisschen weniger meditativ, auf jeden Fall besser nebenbei hörbar. Ich habe euch auch mal ein Beispiel unten in die Playlist reingeklatscht. Könnt ihr mir mal sagen, ob euch das neue Album Trips von 2016 gefällt oder nicht? Und jetzt kommt endlich mal was für die Freunde des Oldschool Death Metal, nämlich Chapel of Disease. Habt ihr schon mal eine Band gehört, die sich mit antiken Mythen und Legenden und Geschichten und Märchen beschäftigt? Ja, vermutlich schon, klar, das ist. Aber so häufig ist das Thema nur auch nicht. Ich finde es trotzdem interessant. Zumindest ist das der Hintergrund des letzten Albums der Kölner. The Mysterious Ways of Repetitive Art rumpelt richtig schön dummig aus den Katakomben hervor. Nicht direkt aus den Katakomben, sondern direkt aus dem Aquarium kommt die Band Vampyromorpha. Das heißt so viel wie Vampir-Tintenfisch ähnlich. Ein Vampir-Tintenfisch ist vermutlich ein Tier, das nicht besonders freundlich ist. Zumindest kann ich mir das bei dem Namen nicht so richtig vorstellen. Hammond-Orgel, 60er Jahre, Retro-Horror-Movie-Charme und eine Prise Retro-Rock. Das sind Vampyromorpha. Noch relativ frisch, aber mit einem richtig spannenden Konzept. Und schon einer herausragenden Qualität. Ich bin echt gespannt, was da noch kommen mag. Das erste Album, ich glaube, es ist das erste, ist zum Ende hin so ein bisschen eintönig geworden, aber ich meine, man kann ja noch nicht mit einem perfekten Album aus dem Nix beginnen. Deswegen, Vampyromorpha, gebt ihnen eine Chance. Die vorletzte Band ist Farsott. Extravaganter Black Metal aus Thüringen, der mehr ist als halt einfach nur Black Metal. Also ganz ehrlich, wenn das jetzt nur so stumpfer Black Metal wäre, dann bräuchte ich das nicht erwähnen, da haben wir doch genug. Aber Farsott haben sich in ihrer Entwicklung von diesem, ja, Depressive Black Metal so weiterentwickelt in so viele verschiedene Bereiche. So wie ich das festgestellt habe, waren die letzten Jahre stark davon geprägt, dass Bands nach immer neuen Ausdrucksformen gesucht haben, den Stil für sich zu interpretieren. Und Farsott sind da keine Ausnahme. Ich würde sagen, es ist so eine Art hymnisch-sterilen Antimaterie geworden, um das mal ein wenig blumös zu umformen. Dieses, was machen Farsott eigentlich? Also, wenn wir jetzt die Schublade nehmen und sie aufmachen, Black Metal, ja. Black Metal, aber im Endeffekt ist es, ich meine, es ist Kunst. Kunst kann man nicht quantifizieren so oder qualifizieren. Quantifizieren schon. Kann man Kunst quantifizieren? Ein Bild, zwei Bilder, drei Bilder. Okay, quantifizieren kann man Kunst, aber nicht qualifizieren. Insects war ein geniales Album, findet ihr auch was auf der Playlist. Und dieses Jahr, beziehungsweise Mitte April schon, kommt das neue Album. Ich bin sehr gespannt. Ich könnte hier an der Stelle noch ganz viele Bands erwähnen, von denen ich wirklich viel halte und denen ich alles Gute für die Zukunft wünsche, ob das nun Fürtern sind, Damnation Defaced, The Last Hangman, was ich damit ja jetzt eigentlich getan habe. Also hier die Erwähnung. Aber nein, für die Nummer 15 habe ich mich tatsächlich für eine Band entschieden, die ich erst vorgestern über ein YouTube-Video gefunden habe. Ich bin auf dieses YouTube-Video nur deswegen gekommen, weil ich so ein bisschen wieder mein Black Metal so rumgesucht habe und den Namen irgendwie cool fand, nämlich Urfuchs. Klar, da ist dieses Urfaust ja schon mit drin. Ja, da ist, man weiß schon, von wem die Fans sind und man hört das ja auch musikalisch raus. Aber ich bin da drauf gegangen. Ja, das Video hatte 1000 Aufrufe, wo quasi dieser ganze Album-Stream drin war. Und ich dachte mir, okay, du hörst dir das mal an. Gibst du dem jetzt mal die Zeit? Es war schon hart Demo, ne? Hart Demo-Sound. Und dann dachte ich mir, Mensch. Ich meine, man hört ja trotz dessen, dass es Demo-Sound ist, hört man ja raus, was da für Gedanken dahinter sind und ob das qualitativ durchdacht ist und ob da was werden kann draus. Und ich habe mich dazu entschlossen, die Band Urfuchs an dieser Stelle zu unterstützen. Ich möchte, dass da was bei rauskommt, dass die sich ausdrücken. Ich kenne die Leute nicht, ich kenne die Band nicht, ich kenne nicht ihre Geschichte, ich weiß nicht, was sie machen, aber ich weiß, dass ich möchte, dass die weiterkommen und dass da, dass, ich meine, Jungs, ihr habt jetzt Druck, macht was draus.
Wie gesagt, die meisten Bands, die hier auftauchen, haue ich dann auf diese Parabelritters Favoriten-Playlist dort unten hin. Ihr könnt das auch einfach bei Spotify suchen, indem ihr SMM666 eingibt. Das ist der Channel von meinem Silence-Magazin. Und da findet ihr unter anderem die Parabelritters Favoriten-Playlist. Dann eine Playlist, die euch immer mit dem neuesten Underground-Scheiß versorgt, der gerade ziemlich geil ist. Und mit den Sachen, von denen meine Redaktion denkt, dass sie der krasseste Metal ist, den ihr unbedingt in eurem Leben braucht. Also so von Klassikern zu neuem heißen Scheiß über Sachen, die man einfach nur krass im Auto hören kann. Folgt also den Playlists, wenn ihr Bock auf neue Mucke habt, dann seid ihr immer up to date mit dem, was bei uns in der Redaktion gehört wird. Und wir verbinden das noch mit der Heavy Metal App, dann könnt ihr das sozusagen gleich als Player benutzen. Ja, und über die App Musik hören. Für alle die meine Heavy Metal App noch nicht kennen, den Link findet ihr dort auch drunten oder gebt einfach im Play Store oder bei Google Play ein Heavy Metal App und dann findet ihr so ein großes M mit einem roten Hintergrund und da klickt ihr einfach drauf und dann habt ihr das. Da ist eine Community-Diskussionsgeschichte drin, da sind die Sachen, die ich so mache, verlinkt und dann könnt ihr auch quasi da direkt die Magazin-Inhalte lesen. Also es ist quasi alles da nochmal auf einem Platz und dann könnt ihr damit jetzt auch bald Mucke hören. Und jetzt würde mich mal interessieren, welche deutschen Bands, die ich noch nicht kenne, sollte ich mal kennenlernen. Schreibt es mir dort unten hin, aber bitte denkt dran, wenn ihr einen Link dazu postet, dann wird das von YouTube automatisch leider als Spam gekennzeichnet und momentan kann ich es nicht aus dieser Spam-Blase rausholen, weil da irgendein Bug vorliegt. Ich bin gespannt auf eure Vorschläge dort unten in die Kommentare. Wenn ihr die Bands jetzt eurerseits unterstützen möchtet, die hier in dem Video vorkommen, könnt ihr das Video natürlich gerne teilen, würde mich natürlich auch unterstützen, würde ich mich sehr freuen. Und wenn ihr mehr zum Thema Metal erfahren wollt und das, was ich mache, gut findet, dann könnt ihr ja meinem Channel ein Abo dalassen. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Euer dunkler Parabelritter. Tschüssikowski.